und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 62, der Antrag auf Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke. Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Im reichen Hessen sind viele Menschen arm. Jetzt muss die hessische Landesregierung handeln mit der Drucksache 208564. Und als erstes hat die Abgeordnete Böhm das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe Ihnen den Hashtag Ich bin armutsbetroffen noch einmal mitgebracht, dass Sie sich das noch einmal genau anschauen, und lege Ihnen diesen Hashtag ganz besonders ans Herz. Ich selbst bin natürlich nicht unmittelbar von Armut betroffen, na klar. Ich habe aber vor einigen Jahren selber von niedrigem Einkommen gelebt und kann nachvollziehen, wie es Menschen in solchen Situationen geht. Unter diesem Hashtag äußern sich gerade viele, die bisher aufgrund von Scham geschwiegen haben, die Angst hatten, in dieser Gesellschaft noch weiter ausgegrenzt zu werden, schief angesehen zu werden, dafür individuell verantwortlich gemacht zu werden, dass sie geringes Einkommen oder Vermögen haben, dass sie von Sozialleistungen leben. Und genau das, das ist das Perfide an dieser Gesellschaft. Es reicht nicht mal, jemanden durch Armut auszugrenzen. Man nimmt ihm auch noch die Würde, weil man ihm selbst Schuld gibt daran. Es ist aber nicht die Schuld der von Armut Betroffenen. Es ist die Schuld dieser Gesellschaft, dieses neoliberalen Wirtschaftssystems. Es ist die Schuld einer ungerechten Einkommens- und Vermögensverteilung und eines armgerechneten Staates, der nicht mal bereit ist, eines Staates, der nicht mal bereit ist, einen angemessenen Regelsatz für Hartz IV und andere Grundsicherungsleistungen zu zahlen. Und das ist die Schuld von politischen Entscheidungen, gerade der Agenda 2010, die einen ungeheuren Billiglohnsektor geschaffen hat, sodass Menschen nicht einmal von ihrer Arbeit leben können. Es ist die Schuld von Regierungen, die die Gemeinnützigkeit bei der Wohnungsgesellschaften abgebaut haben und Teile des sozialen Wohnraums ausverkauft haben, sodass Mieterinnen heute mit enormen Mietpreisen zu kämpfen haben. Und es ist die Schuld von politischen Entscheidungen, die den Energiemarkt liberalisiert und keine entschlossene Energiewende eingeleitet haben und Menschen heute mit galoppierenden Preisen alleine lassen, während gleichzeitig die Profite der Mineralölkonzerne weiter boomen. Ja, so könnte ich weitermachen. Ich will Ihnen aber lieber ein paar Posts aus Twitter von Armutsbetroffenen vorlesen. Denn ich glaube, dass hier viele im Haus können die Lebensrealität von Menschen in Armut in diesem Land nicht annähernd nachvollziehen. Hören wir diesen Menschen zu. Ein Mann twittert, dass er seit 6 Monaten auf Wohnungssuche ist und nur noch bis Ende Juni Zeit hat. Er schreibt, Vermieter wollen Menschen, die Sozialleistungen beziehen, einfach nicht die Chance geben, sich auch nur die Wohnungen anzusehen. Ja, scheint, dass nicht alle ein Zuhören machen können. Er schreibt weiter, man wird darauf vertröstet, dass man später angerufen wird. Keine Nachricht nach einer Woche. Und wenn man sich dann meldet, heißt es plötzlich, die Wohnung ist vergeben. Die konstante Angst, die man sowieso dauernd hat, weil das Geld nie reicht, wird jetzt nun seit Monaten begleitet von der erdrückenden Panik, obdachlos zu werden, seine Tiere zu verlieren. So geht es Menschen jeden Tag. Eine Frau schreibt unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen und möchte noch einmal über den Punkt Gesundheitspflege im Regelsatz sprechen. Das sind genau monatlich 17,14 Euro. Das reicht nicht für Menschen mit Uterus, kaum für Pille und Kondome zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Sexual Health ist wohl nicht vorgesehen für uns, auch Hygieneartikel nicht. Eine andere sagt, ich bin armutsbetroffen, ist, wenn die Kinder... Kleinen Moment mal, bitte ein bisschen mehr Ruhe.
hat ja darauf hingewiesen, dass die Gespräche vielleicht draußen, das wäre besser für alle. Ich bin armutsbetroffen, ist, wenn die Kinder denken, dass du nicht gerne schwimmen gehst, weil du nie mitgegangen bist. Du bist aber nie mitgegangen, damit die Kinder schwimmen gehen konnten. Eine Antwort auf diesen Tweet war, mein Kind dachte mit 4 Jahren, Mamas essen nicht. Schon heftig, was man Kindern alles erzählt, damit sie nicht so sehr selbst unter diesem Geldmangel leiden. Es gibt jetzt inzwischen auch Tweets dazu, Armut abschaffen. Und ich glaube, das ist das richtige Motto, unter dem wir weiterleben müssen. Denn dieses Armutsbetroffen heißt... Frau Abgeordnete Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich bin aber jetzt öfters gestört worden. Ich werde gleich zum Schluss kommen. Das ist die Lebensrealität. Deswegen hatte ich Ihnen auch schon 28 Sekunden dazugegeben. Also, letzter Satz. Danke. Dann möchte ich Ihnen nur den Tweet der Grünen Jugend zu diesem Thema vortragen, dass die Bundesregierung 100 Milliarden Euro für Aufrüstung übrig hat, aber Armut nicht ernsthaft bekämpfen will, ist unverständlich. Es ging nie darum, dass kein Geld da ist. Es ist immer eine Frage des politischen Willens. Ich bin armutsbetroffen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Böhm. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt der Abgeordnete Pürsün das Wort. Also ich bitte auch auf der linken Seite die Gespräche jetzt einzustellen. Der Abgeordnete Pürsün hat jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen veröffentlichten Tweets haben in den vergangenen Wochen auf die verschiedenen Facetten von Armut in Deutschland aufmerksam gemacht. Sie haben einer Gruppe von Menschen eine Öffentlichkeit verschafft, die zu oft zu wenig Aufmerksamkeit erfahren. Dabei ist der materielle Aspekt von Armut, beispielsweise jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen und dann doch als Alleinerziehende im Supermarkt den eigenen Kindern die kleinen Wünsche nicht erfüllen zu können, nur die eine Seite der Medaille. Nicht weniger relevant sind immaterielle Aspekte. Das Gefühl von Scham, das mit Armut verbunden ist, oder die Stigmatisierung von beispielsweise Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern in unserer Gesellschaft. Dem wollen wir uns als Freie Demokraten entgegenstellen, weil wir an alle, an jeden Einzelnen und jede Einzelne in unserer Gesellschaft glauben. Deshalb ist es auch der Leistungsgedanke, der unser politisches Denken und Handeln bestimmt. Und genau dieser Leistungsgedanke unterscheidet uns nicht nur von den Initiatorinnen und Initiatoren dieser Aktuellen Stunde. Es gibt kein erfolgreiches linkes Modell, Armut zu bekämpfen, auf das Sie verweisen können. Also wenn es irgendein Land oder eine Partei gäbe, dann würden Sie das ja hier mal aufführen. Es gibt genügend, genau, wo gibt es am meisten Ungleichheit? Russland beispielsweise, davon können Sie sich ja nicht ausreichend distanzieren. Wohingegen wir berufen uns auf die soziale Marktwirtschaft und die schafft überall Wohlstand für alle. Also ich höre jetzt nur irgendwelche Zwischenrufe der Linken, aber kein positives Beispiel, denn es gibt es nicht. Da können Sie lange suchen, es gibt es einfach nicht. Der Gedanke und das Vertrauen in die eigene Leistung dienen eben auch der Selbstermächtigung der und des Einzelnen. Und da wir als Liberale auch anerkennen, dass Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet sind, stehen wir selbstverständlich in der Verpflichtung, die zu unterstützen, welche es in unserer Gesellschaft besonders schwer haben. Als erstes Beispiel verweise ich auf den hier gestern im Plenum diskutierten Kindersonderzuschlag, den CDU, Grüne, SPD und Freie Demokraten auf Anregung aus Berlin jetzt in Hessen umsetzen werden. Leistungsempfängerinnen und Empfänger, die besonders Unterstützung bedürfen, stehen hier im Mittelpunkt.
Und im Übrigen setzen wir uns als Freie Demokraten schon seit Jahren dafür ein, deren Situation durch bessere Hinzuverdienstregeln sowohl beim Arbeitslosengeld II als auch im Fall von Hartz IV zu verbessern. Ich möchte zwei weitere Gruppen nennen, die meiner Meinung nach in der Debatte um Armut zu oft vergessen werden und deren Leistungen gewürdigt werden müssen. 2 Millionen Alleinerziehende in Deutschland, 90% davon sind Frauen, leisten in Deutschland alleine, was idealerweise mindestens zwei leisten. Kindererziehung und Erwerbsarbeit werden alleine geschultert, in vielen Fällen in finanziell angespannten Verhältnissen. Als Freie Demokraten ist für uns daher klar, der Freibetrag für Alleinerziehende muss angehoben werden. Und ich bin froh, dass sich diese Forderung auch im Koalitionsvertrag der Ampel niedergeschlagen hat. Zuletzt möchte ich noch auf die Altersarmut eingehen. Für uns Freie Demokraten ist klar, wer gearbeitet und vorgesorgt hat, muss immer mehr haben als die Grundsicherung. Die Arbeit zu geringeren Löhnen muss sich auch im Alter auszahlen. Zugleich müssen wir sicherstellen, dass diejenigen, welche wirklich auf Hilfe im Alter angewiesen sind, berücksichtigt werden. Deshalb setzen wir uns für eine Basisrente ein und möchten deren Auszahlung an eine Bedürftigkeitsprüfung knüpfen. Denn was wir wirklich brauchen in Deutschland, in Hessen, ist eine faire und zielgenaue Hilfe gegen Altersarmut. Statt willkürlicher Umverteilung ist für uns die faire, bedürfnisgerechte Unterstützung zentral. Dabei möchten wir jeden und jede Einzelne mit ihren Leistungen und Bedürfnissen stärker in den Vordergrund rücken, um so effektiv gegen Armut von insbesondere Kindern, Frauen und älteren Menschen zu kämpfen. Vielen Dank, Herr Abg. Pürsün. Als nächstes hat der Abg. Richter für die AfD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin armutsbetroffen. Im reichen Hessen sind viele Menschen arm. Jetzt muss die hessische Landesregierung handeln. Beim Titel dieser Aktuellen Stunde muss man als Erstes nachfragen, ob Hessen tatsächlich reich ist. Die Antwort darauf fällt leicht. Nein, Hessen kann angesichts von 45 Milliarden Schulden schlicht nicht reich sein. Vielmehr sind die notwendigen Reformmaßnahmen in den letzten Jahren verfehlt worden, und nun kann man auf zwei Wege handeln in Hessen. Die hessische Landesregierung generiert mehr Schulden auf Kosten zukünftiger Generationen, oder aber im Haushalt werden Einschnitte vorgenommen, die eine Schuldenaufnahme verhindern. Das ist der Ist-Zustand im Land Hessen. Und da kann man definitiv nicht von Reichtum sprechen, sondern muss vielmehr ein jahrelanges Versagen der politischen Kräfte anmahnen, die auf die wichtigsten politischen Fragen in der Regel nur mit der Verteilung von Steuergeldern reagiert haben. Hieran ist die Partei DIE LINKE in einem nicht unerheblichen Maße beteiligt, meine Damen und Herren. Wenn heute viele Bürger in Hessen armutsgefährdet sind, so ist dies einer falschen politischen Weichenstellung der Vergangenheit geschuldet. Denn Hessen erstickt langsam, aber sicher an linker Umverteilungspolitik und einer gleichzeitig politisch gewollten Dekarbonisierung. Bei der Zuwanderung wird nicht auf wichtige Schlüsselkompetenzen geachtet. Konservative und werterhaltende Politik wird weitgehend diffamiert und zurückgedrängt. Gesellschaftlich wird weder der Handwerker noch der Industriearbeiter wertgeschätzt. Die Politik verliert sich in linken Ideologien, die in keiner Form wertschöpfend sind. Und nun wundert man sich darüber, dass viele Bürger unseres Landes immer mehr in die Armutsfalle rutschen. Es resultieren aus ideologischer Umweltpolitik die höchsten Energiepreise europaweit, gar weltweit. Wohneigentum wird durch entsprechende Gesetzesvorgaben immer weniger erschwinglich. Die hohe Steuer- und Abgabelast belastet die Bürger, und die Inflation, die wir heute erleben, lässt kaum noch etwas an Kaufkraft übrig. Arbeit lohnt sich nicht mehr, da die Umverteilungsmaßnahmen linker Politik, und dazu zählen die Grünen und die CDU halt nun mal auch, da die Umverteilungsmaßnahmen linker Politik halt nun mal zu immer höheren Belastungen führen. Und selbst Menschen mit einem gewissen Vermögen werden sehr bald von Armut betroffen sein, da die Nullzinspolitik in Verbindung mit einer hohen Inflation jegliches Geldpolster aufzehrt. Meine Damen und Herren von den LINKEN,
Ja, die hessische Landesregierung muss handeln, indem sie wieder darauf setzt, was unser Land tatsächlich stark gemacht hat. Herr Schalauske, weniger Marxismus, mehr soziale Marktwirtschaft würde den Linken gut tun. Wenn die VAU zu Recht beklagt, dass die Fachkräftelücke in den MINT-Fächern Mathematik, IT, Naturwissenschaften und Technik auf dem höchsten Niveau seit Beginn der Aufzeichnung 2011 liegt, dann gibt es sehr wohl Handlungsbedarf. Ich weiß, worüber ich rede. Für die Linke war das Jahr 2007 prägend, wo Sie als Nachfolgepartei der PDS im Prinzip weitergemacht haben, mit der WSG zusammengekommen sind. Hören Sie auf, Sie haben alte DDR-Modalitäten bei sich im Geschäft, mit denen Sie arbeiten. Nur eben anders, als die Linken es sich vorstellen, denn deren sozialistisch-marxistischen Ideologien haben bereits einmal ein Land in den Ruin getrieben. Es stellt sich im Jahr 2022 angesichts einer Politik, die immer mehr genau in diese Richtung tendiert, klar heraus, dass nicht nur gegengesteuert, sondern komplett neu strukturiert und aufgebaut werden muss. Wenn Frau Böhm sich aufregt über Störungen, sollten die Linken da ganz still sein. Weg von ideologischen Traumschlössern, Herr Schalauske, und einer linksorientierten Politik, welche Menschen in Not benötigt, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Die Linke schafft sich ihre Klientel durch ihre Politik selbst, welche sie dann wählen muss, um in ihrem Umverteilungskarussell überhaupt noch etwas vom Kuchen abzubekommen. Diese Form der Politik richtet jedes reiche Land zugrunde. Man lebt von Leistungen der Vergangenheit und vergisst, dass jeder Euro, den der Staat ausgibt, von den Bürgern vorerst mit harter Arbeit verdient werden muss. Naturgesetze, meine Damen und Herren von den Linken, kann man mit ideologisch basierter Politik nicht außer Kraft setzen. Wenn diejenigen, die systematisch Armut fördern, nun hier versuchen, gegen Armut zu reden, das ist ungefähr so, als wenn jemand ruft, haltet den Dieb und selbst der Dieb ist. Damit, meine Damen und Herren der Linke, wird der hessische Bürger Sie nicht durchkommen lassen und wir als AfD garantiert ebenfalls nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter. Für die Fraktion der CDU hat jetzt die Abg. Beschel-Scholz das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir mal nach der rechten Ideologie mal wieder zu den Tatsachen. Armut hat viele Gesichter. Und wir wissen, dass die aktuelle Inflation, hohe Miete, die Corona-Pandemie. Kleinen Moment, es ist wieder sehr unruhig. Herr Abg. Schalauske, wir haben den Zwischenruf dreimal gehört. Jetzt ist gut. Danke. Wir wissen, dass die aktuelle Inflation, hohe Mieten und die Corona-Pandemie Menschen in Hessen in Armut hat abrutschen lassen oder dass diese nun von Armut mitunter gefährdet sind. Wir alle hätten gerne die eine Lösung, um Armut erfolgreich und nachhaltig zu bekämpfen. Aber Armut ist ein komplexes Konstrukt, da es immer mit individuellen menschlichen Schicksalen verbunden ist. Das zeigt auch die virale Debatte unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen sehr deutlich. Schicksale und Lebenswege sind sehr unterschiedlich, und manche führen durch vielfältige Gründe in den Armut, sei es durch Krankheit, durch den Tod des Lebenspartners oder durch den Verlust des Arbeitsplatzes. Und ich wiederhole, und weil Armut so komplex ist, gibt es nicht die Lösung. In der zweijährigen Pandemiezeit ist auch in Hessen vieles nicht spurlos an uns vorbeigezogen. In all dieser Zeit haben die damalige CDU-geführte Bundesregierung und die Landesregierung keine Kraftanstrengung gescheut, um Menschen vor der Armutsgrenze zu bewahren und Maßnahmen anzustoßen. Maßnahmen, die schnell und unmittelbar helfen. Die Antragsverfahren in der Grundsicherung wurden vereinfacht, Meldepflichten und Sanktionen ausgesetzt, Aufwendungen für Unterkunft und Heizungen wurden übernommen, und wir haben ein Corona-Soforthilfeprogramm aufgelegt. Aber es gilt auch, und da bin ich auf der Seite des Kollegen Pürsün, dass nur die aktive Teilhabe und die Hilfe zur Selbsthilfe eine Perspektive bietet, um den Weg aus der Armut herauszufinden.
Dabei geht es um niederschwellige Bildungsangebote, um ausreichende Betreuungsangebote, um Beratungsstellen und natürlich um einen stabilen Arbeitsmarkt mit tarifgebundenen Löhnen sowie bezahlbaren Wohnraum. Bei all diesen Themen sind die Anstrengungen der Landesregierung enorm. Aber klar ist auch, dass bestimmte Personengruppen besondere Unterstützung brauchen. Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und junge Menschen ohne Berufsausbildung müssen wir weiterhin verstärken. Denn berufliche Ausbildung und Studium sind die wichtigsten Grundlagen für ein erfolgreiches Erwerbsleben und sozialen Aufstieg. All dies macht das Land Hessen unter seiner Zuständigkeit. Aber warum betone ich diese Frage des Kompetenzbereichs des Landes? Viele Angebote zur schnellen und konkreten Bekämpfung von Armutserscheinungen fallen nämlich primär in die Aufgabe des Bundes. Die Höhe der Leistungen im Bereich des ALG II werden vom Bund festgelegt. Er ist gerade bei einer sich ausweitenden Inflation gefordert, tätig zu werden. Die Höhe der Grundsicherung wird vom Bund festgelegt. Die Höhe von BAföG wird ebenfalls vom Bund festgelegt. Und auch die Möglichkeiten von Fort- und Weiterbildungen über die ALG. Diese Liste ließe sich noch um einiges erweitern. Ich will mit dieser Auflistung nicht sagen, dass auf Bundesebene hier nichts passiert. Wobei diese Anmerkung sei mir gestattet, vor allem Dingen wird innerhalb der Ampelkoalition mit sich selbst diskutiert, anstatt dass Dinge umgesetzt werden und sie tätig werden. Und so hoffe ich immer noch auf dauerhafte Lösungen. Weder das 9-Euro-Ticket noch der 300-Euro-Zuschuss sind dabei für mich das Gelbe vom Ei. Ein 9-Euro-Ticket hilft uns nicht weiter. Hören Sie mal zu, vielleicht können Sie es an den Herrn Lindner weitergeben. Ein 9-Euro-Ticket hilft uns nicht weiter, wenn nach den 3 Monaten die Preise im öffentlichen Nahverkehr deutlich angehoben werden und kein Geld für den Infrastrukturausbau zur Verfügung gestellt wird. Ebenso ist eine einmalige Erleichterung in Höhe von 300 Euro keine dauerhafte Lösung, Herr Pürsün. Insbesondere wenn Gruppen wie zum Beispiel die Rentner davon nichts haben. So entsteht nur ein teures Strohfeuer ohne die dauerhafte Lösung von Problemen. Hilfe heißt eben nicht, mit der Gießkanne Geld zu verteilen, sondern die Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger langfristig zu verbessern und finanziell abzusichern. Und sehr geehrte Damen und Herren der Linken, Probleme werden nicht von denjenigen in unserem Land gelöst, die besonders dramatisch diese beschreiben. Probleme werden von denjenigen gelöst, die konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten, die auch umsetzbar sind. Schlagen Sie umsetzbare und finanzielle Lösungen vor oder kurz gefasst, Sie reden über Probleme, wir lösen Probleme. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Bächle-Scholz. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die 5 Minuten keine Nettozeiten sind, sondern brutto. Also Unterbrechung bitte ich bei der Vorbereitung einzupreisen. Als nächstes hat der Abg. Bocklet das Wort. Wenn man hier die Uhr auch mit selbst anhalten kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder arme Mensch und jedes Kind ist selbstverständlich einer zu viel. Und wir müssen in so einem wohlhabenden Land, einigen uns darauf, auf diesem wohlhabenden Land, müssen alles dafür tun, dass diese Symptome, die über diesen Hashtag zutage gefördert sind und die zutiefst emotional berührend sind, dass das ein Ende findet. Wir wollen, dass jedes Kind und jeder Mensch an dieser Gesellschaft teilhaben kann, sowohl emotional wie materiell wie immateriell und auch im Bildungsbereich. All das gilt es zu tun, das alles ist bekannt. Wir haben im Land 2 Sozialberichte in Auftrag gegeben. Der letzte vor einigen Jahren hat uns in der Landespolitik klare Hausaufgaben gegeben und Handlungsempfehlungen, und die haben wir auch alle angegangen. Ich will trotz alledem noch mal etwas sagen zum Thema Armut. Natürlich gibt es die absolute Armut und die relative Armut. Zum Teil hat auch vieles damit zu tun bei der relativen Armut in Hessen und der Situation dessen,
dass sie sich berechnet, dass es unterhalb von 60% des mittleren Einkommens ist. Wenn Sie in einem relativ wohlhabenden Bundesland sind, wo die Löhne stark ansteigen, ist es oftmals auch eine statistische Größe. Ich will es nicht relativieren. Es ist schlimm genug, dass es so viele gibt. Aber ich will Ihnen etwas sagen, was mich beunruhigt, ist, dass wir 2010 beispielsweise 190.000 Arbeitslose hatten, 2020 nur 180.000. Also eine Quote von 7% auf 6% gesunken, und dennoch bleibt die Armutsquote hoch. Die Leistungsempfänger, die Sozialhilfeempfänger waren in Hessen beispielsweise rund 30.000, in 2020 19.000. Sie sehen, es sinkt sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Sozialhilfezahlen, und dennoch haben wir eine gleichbleibende Armut. Das deutet vieles darauf hin. Wir wissen die Kenntnisse, wir müssen die Berichte nur lesen, dass die geringen Einnahmen, beispielsweise der fehlende Mindestlohn, dazu beigetragen haben, dass wir viele Aufstocker haben und immer noch viel zu viele Menschen haben, die nicht wieder den Weg zurück in den Beruf finden. Darauf haben wir eine Menge von Antworten gefunden. In 5 Minuten die auszuführen. Ich habe gesagt, Alleinerziehende waren sehr stark betroffen. Wir brauchten damals vor 10 Jahren deutlich mehr Betreuungsplätze, Ganztagesplätze. Keiner wird bestreiten, dass da nicht ein großer Quantensprung passiert ist. Und wir haben uns auch gesagt, wir müssen uns um die Langzeitarbeitslosen kümmern, die den Weg entweder aus bestimmten Voraussetzungen nicht wieder zurückfinden oder sie Weiterqualifizierung brauchen. Ich nenne das beispielhaft das Arbeitsmarktbudget, das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget, soziale Inklusion und Armut bekämpfen oder Impulse für die Arbeitsmarktpolitik. 4, 5 Programme, die sich gezielt um diese Zielgruppe kümmern, damit sie wieder zu einem eigenständigen Einkommen können. Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt zur Armutsbekämpfung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema. Deswegen ist unsere Politik immer darauf angelegt, dass sie 3 Wege geht: Prävention, Intervention und Integration. Prävention heißt, dass wir schon von Anfang an wollen. Wir wissen, dass Menschen mit geringem Einkommen in der Regel eine schlechte Schulbildung haben. Es kommt also auch darauf an, dass wir breit die Bevölkerung dazu in die Lage versetzen und die jungen Menschen in die Lage dazu versetzen, einen guten Schulabschluss und guten Bildungsabschluss oder Berufsabschluss zu finden. Das ist der beste Weg, der armutsresistent macht. Und wir wollen, wenn Sie dann dennoch in Einkommensarmut sind, intervenieren. Und dazu kommen 2 entscheidende bundespolitische Stellschrauben. Der Mindestlohn wird im Oktober noch einmal angehoben. Das ist völlig richtig und wird vermeiden helfen. Und der zweite Punkt wird sicherlich sein, dass wir über die Menschen, die in der Sozialhilfe sind und am Ende des Monats wirklich nicht mal Essen mehr bezahlen können oder oder schwarz fahren, weil sie kein Geld mehr haben für das Ticket, dass diese Grundsicherung deutlich angehoben werden muss. Und ich würde mir wünschen, Herr Kollege Pürsün, Sie haben viel Richtiges gesagt in Ihrer Rede, aber vielleicht nutzen wir beide den Einfluss auf unsere Bundesparteien, Sie auf Herrn Lindner und ich auf Frau Paus als Familienministerin, dass die Grundsicherungssätze und die Sozialhilfesätze so auskömmlich sind, dass diese Hashtag nie wieder stattfinden müssen. Wir brauchen auskömmliche Grundsicherung, damit jeder bis zum 31. noch essen gehen kann und auch mit der Bahn fahren kann. Das ist das Minimum, was die neue Grundsicherung bieten muss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben also Prävention, Intervention, ich habe es gesagt, mit Mindestlohn, besseren Sozialhilfesätzen. Und wir werden uns auch um die Menschen kümmern müssen, die nicht lange nicht im Beruf waren. Da habe ich schon gesagt, da haben wir eine Menge Qualifizierungsoffensiven gestartet. Wir tun sehr vieles hier in diesem Land im Bildungsbereich, Kinderbetreuungsbereich, arbeitsmarktpolitischen Bereich, dass wir den Menschen helfen, die in Armut geraten sind. Wir brauchen mehr materielle Hilfen über die Sozialhilfen später. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und unser Motto gilt, wir wollen alle Menschen zu Wohlstand und Teilhabe helfen. Und ich glaube, wir sind den Weg, das wird eine Daueraufgabe bleiben, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bocklet. Für die Fraktion der SPD hat jetzt die Abgeordnete Gnadl das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Viele Menschen wissen im Moment nicht mehr, wie sie die steigenden Preise bei Lebensmitteln und Energie bezahlen sollen. Die Tafeln haben Alarm geschlagen, dass sie immer mehr Kundinnen und Kunden haben, aber immer weniger Lebensmittel, die sie verteilen können. Und ich habe es bereits gestern gesagt, ja, Pandemie und auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges haben alle Menschen betroffen, aber es gibt Menschen, die besonders hart davon betroffen wurden. Und genau um diese müssen wir uns besonders kümmern, mit einem Sozialstaat, der für die Menschen da ist und der vor allen Dingen auf der Höhe der Zeit ist. Und
wenn wir das sehen, dass über 16 Millionen Menschen in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, wenn wir uns die Hashtags durchlesen, die unter dem Hashtag Wir sind Armut betroffen, die Schilderungen, die da gemacht werden von vielen Menschen, was Armut für sie konkret bedeutet. Ich finde, es ist sehr, sehr mutig, auch so offen darüber zu reden, weil viele sind ja von Ausgrenzung betroffen, nehmen nicht am gesellschaftlichen Leben teil, und sich dann so auch in der Öffentlichkeit zu öffnen und darüber zu sprechen und zu schildern, dass sie von Gewalt betroffen sind, von Behinderung, von Jobverlust, von Wohnungsverlust oder von anderen Schicksalsschlägen. Ich finde, das ist sehr mutig, und das sollte uns alle zum Nachdenken auch anregen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat sich auch der Bundestag schon mit dieser Thematik beschäftigt. Und ich finde es wichtig, dass wir die großen Entlastungspakete auf der einen Seite beschlossen haben mit 30 Milliarden Euro, aber dass wir eben auch, und darüber hatten wir gestern gesprochen, den Kindersofortzuschlag beschlossen und auch hier in Hessen den Weg dafür freigemacht haben. Aber was ich noch viel wichtiger finde, neben diesen Einmalzahlungen und Zuschüssen, ist doch, dass wir strukturelle Veränderungen auf den Weg bringen. Und dafür steht diese Bundesregierung mit dem Vorhaben zum Bürgergeld und auch mit dem Vorhaben zur Kindergrundsicherung. Und diese strukturellen Dinge sind notwendig, damit Bildung und Teilhabe am Leben für alle Menschen ermöglicht werden kann, insbesondere auch für Kinder. Und da möchte ich noch einmal eins zu meinem Kollegen von der FDP, Herrn Pürsün, sagen. Sie haben vorhin vom Leistungsgedanken gesprochen. Und ich finde, das kann man eigentlich beim Thema Armut so nicht stehen lassen, weil eben viele Menschen von Armut betroffen sind, die da aus eigener Kraft und eigener Leistung gar nicht herauskommen können, insbesondere eben auch Kinder und Jugendliche. Insofern finde ich, sollte man das auch noch einmal ein Stück weit hinterfragen. Und darüber hinaus wird sehr viel getan. Herr Bocklet hat es eben schon angesprochen, die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Das ist ganz wichtig. Das ist konkrete Armutsbekämpfung, dass die Löhne steigen und am Ende eben auch die Renten steigen dadurch. Und auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus muss man sich eben auch die Vorhaben auf Bundesebene noch einmal anschauen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr soll es geben, davon 100.000 öffentlich geförderte. Auch das wird den Menschen ganz konkret helfen, die von Armut betroffen sind. Denn oftmals kann man sich eben die teuren Mieten nicht leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gleiches Engagement würde ich mir eben auch in Hessen dabei wünschen. Und insbesondere zum Beispiel auch beim Thema Wohnen. Meine Kollegin Elke Barth hat davon ja heute auch gesprochen. Die Armutsgefährdungsquote in Hessen ist besonders gestiegen. Und dieser Negativtrend, der ist ja schon seit Jahren zu beobachten. Und was ich besonders erschreckend finde, wir liegen da auch über dem Bundesdurchschnitt. Und deswegen, glaube ich, muss man sich schon auch anschauen, was wir konkret hier in Hessen tun können und das auch entsprechend anpacken. Und ich finde, da gehört es dazu, dass wir auch einen Armuts- und Reichtumsbericht wieder in Hessen haben, um die Zahlen aufzulegen und daran auch konkret die Maßnahmen auszurichten. Der Ausbau des bezahlbaren und sozialen Wohnraums, einen Landesaktionsplan gegen Kinderarmut auflegen. Frau Abgeordnete Gnadl, die Aufzählung müsste enden. Die lokalen Präventionsketten zu unterstützen, gebührenfreie Bildung in Krippen und Kitas und vieles mehr, was wir hier konkret anpacken könnten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen wir nicht nur nach Berlin, sondern ergreifen wir auch unsere eigenen Maßnahmen hier in Hessen ganz konkret zur Armutsbekämpfung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Gnadl. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Klose das Wort.
Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Armut ist ein soziales und ökonomisches Problem, dem wir uns in Deutschland, aber natürlich auch in Hessen besonders annehmen und annehmen müssen. Wir haben jetzt in verschiedenen Reden ja auch schon die eindringlichen Schilderungen aus den Tweets unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen gehört. Armut ist schambehaftet, und das gibt diesen Tweets aus meiner Sicht besonderes Gewicht. Sie machen noch einmal klar, dass wir auch in Deutschland ungleiche Lebensverhältnisse haben und dass viele, zu viele Menschen eben nicht am Wohlstand und wirtschaftlichem Wachstum und damit allzu oft an Gesellschaft teilhaben können. Und deshalb ist es wichtig, auch hinter die einzelnen Schicksale zu schauen. Woher kommt Armut? Wie können wir ihr begegnen? Wie können wir ihre Folgen mildern? Denn das ist doch die eigentliche politische Herausforderung, vor der wir stehen. Und da lohnt natürlich zunächst ein Blick auch auf die Fakten, auf die Zahlen. Als armutsgefährdet gilt, wessen Einkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens aller Privathaushalte entspricht. Das Risiko, von Armut betroffen zu sein, es steigt in Deutschland seit mehreren Jahren mit leichter Tendenz. Wir warten hier noch auf die ganz aktuellen offiziellen Zahlen, die dann auch die Folgen der Corona-Pandemie abbilden sollen. Es ist aber so, und daran kann man nicht vorbeireden, dass bereits 2019 die Armutsrisikoquote der hessischen Bevölkerung nach dem Bundesmedian bei 16,1 gegenüber 12,1% im Jahr 2010 gelegen hat. Das Risiko, von Armut betroffen zu sein, ist also einerseits eine statistische Größe, die sich am verfügbaren Einkommen bemisst. Aber viel interessanter ist doch zu wissen, was heißt das in der Lebensrealität von Menschen. Arm zu sein heißt, an zentralen Lebenslagen wie Wohnen, Bildung oder Gesundheit nicht teilhaben zu können. Und sich das klarzumachen, ist aus meiner Sicht ganz wichtig, um diese Debatte seriös führen zu können. Denn erst das ermöglicht uns zu verstehen, wie wir Armut dann auch sozialpolitisch begegnen können. Erstens. Eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt kann das Armutsrisiko entscheidend verringern. Und dafür sind gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen und eine gerechte Besteuerung grundlegend. Und wir müssen gleichzeitig weiter dafür sorgen, dass Beschäftigte Beruf und Familie gut vereinbaren können. Zweitens, und das knüpft daran an, der Erfolg am Arbeitsmarkt wird maßgeblich von Qualifikation und Bildung bestimmt. Je besser qualifiziert und ausgebildet Sie sind, desto niedriger Ihr Armutsrisiko. Und das heißt, dass wir ein besonderes Augenmerk auf die schulische Bildung, die berufliche Ausbildung und das Studium legen müssen. Auch hier ist der gleichberechtigte Zugang grundlegend und maßgeblich. Und wir setzen in Hessen an genau diesen Bereichen auch an. Mit den Programmen Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen, Impulse der Arbeitsmarktpolitik, Sozialwirtschaft integriert und dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget unterstützen wir besonders benachteiligte Menschen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Das sind zum Beispiel Langzeitarbeitslose, Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Menschen mit geringem Bildungsgrad oder in schwierigen familiären Verhältnissen. Wir wollen sie in eine dauerhafte Ausbildung oder Beschäftigung bringen, meine Damen und Herren. Und drittens, Alleinerziehende sind besonders gefährdet, in Armut zu leben. Der Ausbau und die weitere Steigerung der Qualität der Kinderbetreuung sind deshalb eine wesentliche Stütze, gerade auch im Alltag Alleinerziehender. Und deshalb investiert diese Landesregierung mittlerweile 1,3 Milliarden Euro jährlich, um Kommunen und Träger dabei zu unterstützen, für eine gute und verlässliche Betreuung zu sorgen. Wir setzen auch hier deutliche Akzente. Und meiner Freude über die Kindergrundsicherung habe ich ja auch gestern schon Ausdruck verliehen. Ich hoffe, sie kommt sehr bald. Jetzt wissen wir, dass 5 Minuten natürlich nicht ausreichen, um dieses komplexe Thema umfassend zu diskutieren und all unsere Maßnahmen zur Armutsprävention auch darzustellen. Aber ich glaube, bin ganz sicher, dass die Veröffentlichung des Landessozialberichts noch in diesem Jahr
uns Gelegenheit geben wird, uns dann auch mit in der notwendigen Tiefe mit diesem Thema erneut zu befassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linken mit der Drucksache 20 8564 abgehalten.